Ja, danke schön, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher im Deutschen Bundestag und daheim an den Bildschirmen. Wir greifen das auf, Herr Minister. Es ist natürlich zu begrüßen, dass die Lage leicht deeskaliert ist. Wir wollen keinen Konflikt im Nahen Osten, besonders nicht im deutschen Interesse, weil jeder Konflikt im Nahen Osten wieder neue Flüchtlingsströme nach Deutschland bedeuten würde. Und das wollen wir nicht, Herr Außenminister. Es ist unter anderem auch schön, dass Sie jetzt mit allen sprechen und die auch mit Ihnen. Besser wäre es gewesen, man hätte vorher miteinander gesprochen. Und dann ist es auch zu beklagen, dass die Vereinigten Staaten bei ihrem Anschlag auf Herrn Soleimani die deutsche Regierung und die anderen westeuropäischen Regierungen nicht konsultiert haben. Warum ist das wichtig? Weil es ja immer noch eine Eierei gibt, ob diese Aktion der Amerikaner nun völkerrechtswidrig war oder nicht. Die SPD-Fraktion, Herr Münzenich, hat das eindeutig erkannt und spricht von völkerrechtswidrig. Aus Ihrem Hause hört man einen Wackelkurs. Ich habe heute im Ausschuss von Ihnen, Herr Minister, gelernt, dass Herr Soleimani auf der Terrorliste der Europäischen Union steht. Und jetzt wüssten wir gerne, warum ist er da gelandet und mit welchen Gründen ist er auf dieser Liste registriert. Das wäre ja vielleicht mal ein erhellender Hintergrund für uns alle, um die Völkerrechtswidrigkeit zu erklären oder auch abzulehnen. Das Atomabkommen mit dem Iran, meine Damen und Herren, auch da wieder Realpolitik und Realpolitik im deutschen Interesse, geben wir es zu, es funktioniert nicht nur, es ist schon gescheitert. Und auch der Versuch, einen Handel unabhängig von den USA über ein eigenes Finanzsystem zu entwickeln, wir haben es auch heute gelernt, mit einem 10-Millionen-Geschäft ist noch kein Handel gemacht. Es funktioniert nicht. Wir sind auch nicht bereit, Russland oder China in diese Zahlungssysteme einzupflegen, was vielleicht noch erfolgversprechend wäre. Da stimmen wir als AfD-Fraktion dem amerikanischen Präsidenten zu, weil es im Interesse Europas ist, mit Iran in Iran die Atomentwicklung und die militärische Nutzung zu stoppen und vor allen Dingen nicht haben zu wollen, muss es eine Neuverhandlung über ein Abkommen mit Iran, mit allen westlichen Ländern, einschließlich der USA, geben. Das wäre der richtige Weg. Unsere Verweigerungshaltung ist dort falsch, Herr Minister. Überraschend ist für mich, dass Sie auch in diesem Falle, wenn es um die Entscheidung des irakischen Parlaments geht, wiederum einen Eierkurs machen. Sie wackeln hin und her. Ja, der Regierungschef Mahdi ist ja nur ein kommissarischer Premier und dann muss man abwarten, bis eine neue Regierung ist und. Nein, dieses Haus hier ist quasi der Dienstherr bzw. der Auftraggeber der Bundeswehr einer Parlamentsarmee. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland mit einer Parlamentsarmee die Entscheidung des irakischen Parlaments, die fremden Truppen nach Hause zu schicken, ablehnt, ist das ein Armutszeugnis für die Bundesrepublik Deutschland. Wir sollten dieser Entscheidung folgen, meine Damen und Herren. Das sind wir dem Respekt gegenüber des irakischen Parlaments auch meines Erachtens schuldig. Letzter Punkt, lieber Herr Schmidt, ist, dass es schon eindrucksvoll war, dass Ihre Kanzlerin im Libyen-Konflikt und in anderen Fragen nicht, man könnte ja annehmen, eventuell erst mal nach Paris, um sich mit Herrn Macron zu besprechen und dann spätestens aber nach Washington geflogen ist, sondern sie ist genau in die andere Richtung geflogen, nach Osten, um dort den Libyen-Konflikt zu diskutieren mit Herrn Putin, den Sie ja alle mehrheitlich beschlossen haben, mit Sanktionen zu belegen. Und jetzt die Erkenntnis auch vom deutschen Außenminister, dass die Lösung der libyschen Probleme maßgeblich nicht in Washington, sondern in Moskau liegt. Und dass ein mögliches Abkommen mit dem Iran vielleicht auch nur mit der Unterstützung Moskaus zu haben ist, wenn man sie gemeinsam mit den Amerikanern in ein Boot holen könnte. Ich habe den Eindruck, die deutsche Kanzlerin hat dort eins unter Beweis gestellt, ihren Machtinstinkt, wenn sie ansonsten vieles verloren hat, an Sympathie, an Stimmen, vielleicht auch an Zuneigung in Ihrer Fraktion, ich weiß es ja nicht. Aber eins hat sie behalten, ihren Machtinstinkt. Und sie hat klar gemerkt, dass sie die Entscheidung nicht in Washington oder anderswo zu holen hat, sondern sie holt sich die Entscheidung in Moskau. Das sollte der Mehrheit dieses Hauses zu denken geben, meine Damen und Herren. Auch hier wieder unsere Forderung, beenden wir die Sanktionen mit Russland, arbeiten wir kooperativ auch mit dem russischen Präsident Putin zusammen. Das hilft uns in vielen Problemfragen, nicht nur im Nahen Osten, sondern in anderen Bereichen, auch zum Beispiel in Venezuela, eine Lösung zu finden. Das wäre der richtige Weg. Fahren Sie wieder nach Moskau, Herr Maas, nehmen Sie Frau Merkel mit.
und beenden Sie die Sanktionen und starten Sie eine erfolgreiche und gute Kooperation mit Russland. Das ist die Erfolgsgarantie für eine friedliche Politik in Europa, meine Damen und Herren. Dankeschön. Als nächster Redner das Wort der Kollege Dr. Johann Wadephul, CDU-CSU-Fraktion.